Einen wunderschönen guten Tag, liebe Speedwill-Freunde oder alle, die mit dem Sport etwas zu tun haben. Ich habe mir mal erlaubt, hier ein Band zusammenzustellen. Das ist etwas ganz Besonderes. Auf einem alten VCR-Videorekorder, den ich nach 13 Jahren jetzt reparieren lassen habe, haben wir mal die Fernsehsendung 1974 bis 1980, die wesentlichen, wie Blauer Bock und so weiter, zusammengeschnitten. Oder laufendes Band mit Rudi Carrell, alles alte Sendungen, sehr interessant. Und auch ein paar Rennen sind dabei. Und ärgern Sie sich nicht darüber, wenn das hier oder da mal ein bisschen stolpert. Das war einfach technisch nicht anders lösbar. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit diesem Videoband. Fahrer werden würde. Dabei als Dritter von vorn Egon Müller für Brockstedt. Und er startet wie gewohnt wieder am stärksten. Müller außen an der Konkurrenz vorbei. Die Wiederholung. Sie unterstreicht, wie dynamisch der Kieler die ersten Meter angeht. Dann Georg Hack für Landshut, der bis dahin auch noch kein Rennen verloren hatte. Dritter Alois Wiesböck, so kommen sie aus der zweiten Kurve. Das ist Egon Müller. Gestern beim Training stürzte er, fuhr eine Maschine zu Bruch, aber als es heute drauf ankam, da hatte er trotz Schulterverletzung seine alte Stärke wiedererlangt. Schaut er sich um, denn plötzlich greift Georg Hack noch einmal an. Und der Landshuter hier im Bild kommt an Müller heran. Fast sieht es so aus, als könne er den Kieler gefährden. Doch der deutsche Sandbahnmeister reagiert sofort. Müller wieder vorn. Und aus der dritten Position startet jetzt Wiesböck seinen Angriff. Innen geht er an Georg Hack vorbei, damit vorerst Platz 2 für ihn. Vorn aber kontrolliert Egon Müller das Rennen. Bestechend seine Kurventechnik, er gehört stilistisch immer noch zu den besten Speedway- und Sandbahnfahrern in der Welt. Und in seinem Schatten weiter der Zweikampf Wiesböck-Hack, der Landshuter jetzt innen, aber Alois Wiesböck hält den zweiten Rang. Und Egon Müller fährt seinem vierten Sieg im vierten Rennen entgegen, wird bester Einzelfahrer und verhilft seinem Team 70 zum zweiten Platz in der deutschen Mannschaftsmeisterschaft. Titelträger aber wird zum ersten Mal der AC Landshut, aufgrund seiner Ausgeglichenheit ein würdiger deutscher Meister. Das war's, weiter mit Rainer Kopp. Ist das ungefähr dasselbe Prinzip? Das schluckt. Ja, das schluckt unwahrscheinlich. Ne? Und die Fans werden wahrscheinlich lauter sein wie unsere Motoren. Ah ja. Weil es... Es sind alle Karten ausverkauft, schon Wochen vor der Veranstaltung. Und es ist wirklich was los da, weil die ganzen... Groupies sind auch wieder alle da. Die sind zahlreich vertreten. Zahlreich. Ich hoffe das jedenfalls. Ne? Sie hoffen, ja. Ihr Plattenmanager hat mal gesagt, Müllers Maschine hat so einen musikalischen Klang. Was meint er damit? Kann mir denken, was er damit meint. Weil ich übersetze meine Motoren so grimmig, dass sie aus dem letzten Loch pfeifen, auf Deutsch gesagt. Ne? Und das klingt dann ein bisschen anders. Wie pfeifen die? Tenor oder Sopran oder? Ich weiß nicht, in E-Dur, glaube ich. Ne? In E-Dur? Ja. Ich dachte aus dem FF oder so. Ja. Bei 11.000. Ne? Herr Müller, Sie haben uns einen Helm mitgebracht, um mal zu zeigen, wie der aussieht, wenn er von Ihnen nicht mehr benutzt wird. Ah, ich konnte gar keinen auftreiben, der nicht mehr benutzt wird, weil die werden dann von... Ach, das ist nur einer, der wird noch benutzt. Ja, der sieht aber auch schon sehr verbunden aus, ist aber schon mal auseinander. Ja, wissen Sie, das ist so, das fällt manchmal durch den hohen Luftdruck, reißt Sie das den, ab. Setzen Sie den nochmal auf. Ist der schwer? Denn bei dem Sport kommt es doch vor allen Dingen darauf an, dass alles wahnsinnig leicht ist. Das ist richtig. Dieses Material stammt aus der... Ich darf, glaube ich, das Schild nicht zeigen. Das stammt aus der Raumfahrt, ja? Ach so, steht da was drauf? Ja, da steht sogar was drauf. Aber da fallen wir zu. Ja, Sie können sich auch umdrehen, wenn Sie das aufsetzen. Halt mal zu. So sieht das Ganze denn aus. Naja, habe ich mir ungefähr so vorgestellt, ja. Das andere, was Sie mitgebracht haben, das finde ich interessanter. Ja, wissen Sie, das ist die Brille, die den Steinschlag verhindern soll. Tut sie ja aber meistens nicht, aber... Trotzdem, es lindert etwas, ja? Wissen Sie, wenn Sie so in einem Strahl hinter einem Fahrer hinterherfahren... Ja, das passiert Ihnen doch nicht. Ich denke, Sie sind doch immer vorn. Ja, meistens. Meistens. Aber wenn Sie mal hinten sind, dann... Ja, ja, furchtbar. Und das Dritte finde ich das Interessanteste. Ja, das ist der obligatorische Eisenschuh. Das sieht so aus wie so eine Ballerinenübergröße.
Ja, wissen Sie, das wird unter den Schuh untergeschnallt mit einem Riemen. Und wenn Sie jetzt in die Kurve hineinfahren, haben wir mal eine Kamera hier. Ja, ja, da, die ist schon auf dem... Ach, da ist sie, ist schon Ass, ja, ist schon alles... Wenn Sie jetzt, wenn, ja, Sie, jetzt, Profi, wenn Profi. Sie jetzt über die Bahn rübergleiten, dann bremst das nicht. Wenn Sie den Schuh nicht dran hätten, dann würde die Sohle innerhalb von 2 Sekunden weg sein. Und das ist eine Beschichtung, wie Sie in Afrika nach Öl bohren. Das wird auf den Bohrer wieder raufgelegt, damit der Bohrer nicht so schnell abnutzt, weil der ja am Stein unheimlich abnutzt. Könnte man sich denken, dass Weltmeister sowas in echtem Silber tragen? Nee, das wäre mir zu kostspielig. Ist zu kostspielig. Ja, ganz bestimmt. Letzte Frage. Sie sind jetzt Ende 20, da kann man ja offen drüber reden. Mein Manager sagte mir, ich soll noch ein paar Jahre, so 26 bleiben. Das ist vollkommen klar, ja. Wenn Sie das dritte und vierte Mal hier kommen, werden Sie immer jünger werden. Aber eine ernste Frage, so wie Sie leben, 5 Rennen, 6 Rennen manchmal in der Woche und dann im Sommer viele... Wasser. Ja, das ist natürlich sehr gut. Kein Nikotin. Keine so ein Kalorien bisschen. Und keine Kohlenhydrate. Aber mit 40 geht das ja nicht mehr. Es geht dann nicht mehr so, nein. Das ist klar, aber ich hoffe, dass ich... ich meine, jetzt im Moment arbeite ich sowieso nur noch für einen guten Zweck. Ich habe nämlich gebaut, ne? Und jetzt muss alles abbezahlen. Sie verjubeln Ihr Geld nicht mit den Groupies, sondern legen das in... Genau, also das, was ich habe, was noch überbleibt, das lege ich an. Ne? Der nächste Titel, den wir jetzt hören werden, den spielt eine Band. Der Titel heißt Summertime Blues. Viel Spaß und was, wie sagt man, Hals und Bein oder was? Hals und Beinbruch, richtig. Im nächsten Sommer. Okay. Danke schön. Deutschland, Scott Autry, USA, Egon Müller, Deutschland, Alois Wiesbeck, Deutschland und Jiří Štancl aus der Tschechoslowakei. Dies ist das 14. von 16 Rennen. Ein dramatischer Höhepunkt eines allgemein dramatischen Renntages. Ivan Major, der Mann also ganz links mit der Nummer 14, hat bisher 20 Punkte herausgefahren. Er hat alle seine 4 Läufe gewonnen. Für jeden Sieg gibt es 5 Punkte. Und dahinter liegt mit der Startnummer 6 Georg Hack aus Landshut. Aber er wird hier schon abgeschüttelt. Egon Müller. Er liegt an der Spitze. Um ihn gab es ja einige Schlagzeilen, aber wir wollen diese alten Geschichten nicht wieder ausgraben. Egon Müller mit der Startnummer 9 vor Alois Wiesböck Nummer 7 und von den beiden wird noch die Rede sein. Müller ist sehr schwach gestartet, hat 2 Läufe eigentlich praktisch verschlafen, hat sich aber dann ungeheuer gesteigert und jetzt eben in diesem 14. von 16 Läufen liegt er sehr knapp hinter Ivan Major. Und wo ist der Neuseeländer, der bis jetzt alles gewonnen hat? An 3. Stelle. Nein, schon an 4. Hier muss irgendwas mit der Maschine los sein. Und das ist natürlich das Glück oder das Pech des Rennfahrers, dass im entscheidenden Moment irgendwas mit der Maschine nicht ganz in Ordnung ist. Der Mann mit der weißen Jacke also an 4. Stelle, das ist der Neuseeländer. Er war 3-mal Weltmeister auf der Langbahn und 5-mal Weltmeister auf der Speedway. Und Egon Müller bekanntlich 2-mal Weltmeister auf dieser Langbahndistanz und er gewinnt diesen Lauf. Er hat jetzt 26 Punkte. An 2. Stelle kommt ein Alois Wiesböck, dahinter Georg Hack, also 3 Deutsche in diesem Lauf vorne. Und jetzt kommen wir zu Rennen 16. Ivan Major ist wieder dabei. Hier Georg Hack. Das ist Zdeněk Kuderna, ein Mann, der nicht viel mit dem Ausgang zu tun hatte. Startnummer 13, der Altmeister Don Gotten. Und hier wieder Alois Wiesböck. Egon Müller hat sein Programm beendet. Es ist der letzte Lauf des Tages. Wiesböck muss dieses Rennen gewinnen, um mit Egon Müller gleichzuziehen. Denn Ivan Major ist zurückgefallen. Er zieht herein und liegt an der Spitze. Alois Wiesböck ist ja in Niederbergkirchen zu Hause. Das ist hier ganz in der Nähe von Mühldorf. Er ist also der unbestrittene Liebling der rund 25.000 Zuschauer, 40 waren es nicht, aber die Rechnung ging deshalb trotzdem auf. Olsen an 2. Stelle. 3. Major, der Neuseeländer. Wahrscheinlich der erfahrenste aller Fahrer hier. Wie gesagt, 8-mal Weltmeister.
Da treibt es Wiesbück sehr weit heraus. Und Sie hören den Jubel des Publikums. Alles Wiesbück hat gleichgezogen. Und Major wird nur Vierter, da fährt er über die Maschine gebeugt, ganz traurig herein. Er hat seinen Weltmeistertitel verschenkt. Und Alois Wiesbeck hat die Chance, in einem Stechen Weltmeister zu werden. Und das Publikum ist natürlich aus dem Häuschen. Aber zuerst kommt es zu einem Stechen zwischen Ivan Major oben und Peter Collins, dem Speedway-Weltmeister von 1976, um den dritten Platz. Major hat zwar den besten Start, aber schauen Sie, Collins driftet ihnen durch, da hat Major einen Moment anscheinend nicht aufgepasst, hat nicht rechtzeitig das Loch zumachen können. Peter Collins ist vorne. Beide waren also zu den regulären Rennen, bei den regulären 16 Rennen punktgleich und müssen jetzt um den dritten Platz stechen. Wer vorne ist, ist Dritter dieser Weltmeisterschaft. Um noch weniger Luftwiderstand zu bieten, aber das ist aussichtslos. Peter Collins verfügt über einen recht guten Motor, das hat er schon einmal bewiesen, als er an Alois Wiesbeck auf der Geraden in der letzten Runde vorbeiging. Und Dritter der Weltmeisterschaft ist Peter Collins. Faire Gratulation durch den älteren und erfahrenen Ivan Major, der damit Vierter wird. Und jetzt wird's spannend. Das ist Egon Müller, zweifacher Weltmeister auf dieser Distanz. Und das ist Alois Wiesbeck aus Niederbergkirchen, wie gesagt, in der Nähe von Mühldorf. Er soll ein bisschen weiter nach innen, er schüttelt den Kopf. Und jetzt, Sie haben es schon gesehen, bei solchen Rennen entscheidet der Start. Oben Müller, unten Wiesbeck. Und Wiesbeck auf einem Rad nur. Ja, das konnte nicht gut gehen. Müller vorne. Müller anscheinend mit den besseren Nerven, hat den besseren Start erwischt und führt. Alois Wiesbeck kämpft natürlich um den Anschluss, aber wer immer hier gewinnt, ein Deutscher ist Weltmeister. Vorne Müller, dahinter Wiesbeck. Drei Runden zu fahren, der Abstand ist zu groß für Wiesbeck. Neuer Weltmeister zum dritten Male jetzt, der Kieler Egon Müller. Egon Müller, wie schwer fiel Ihnen diesmal der Erfolg? Oh, das kann man mit ein paar Worten eigentlich gar nicht sagen, denn es war für mich die hektischste und die spektakulärste Weltmeisterschaft, die ich in meiner Laufbahn gewonnen habe. Wir gratulieren auf alle Fälle sehr, sehr herzlich, bedanken uns bei Ihnen, dass Sie ins Studio des Bayerischen Rundfunks gekommen sind. Zugleich auch ein Dank an die Kollegen des BR. Wir sind jetzt getrennt, etwa knapp 1000 Kilometer. Wann darf man Sie hier oben im Norden erwarten? Wann darf der große Bahnhof bereitet werden in Kiel? Ich glaube, es gibt gar keinen großen Bahnhof, denn ich wohne ja nicht mehr genau in Kiel. Und das ist eine ganz kleine Gemeinde, wo ich mich jetzt angesiedelt habe. Und die Nachbarn werden natürlich mich dürfte empfangen. Egon Müller, hatten Sie nicht kürzlich mal geäußert, Sie wollten dem Motorsport ganz ade sagen? Ich bin der Meinung, wenn diese Weltmeisterschaft nicht so sehr für mich gut so ausgegangen wäre, dann hätte ich vielleicht im Winter noch aktiver meine zweite Karriere angesteuert. Und wenn die Veranstalter im nächsten Jahr
eben nicht meine Startgeldforderung akzeptieren würden oder hätten, dann hätte ich eventuell den Motorsport an den Nagel gehängt, weil es ohnehin schon zu gefährlich geworden ist in letzter Zeit. Ja, das wollte ich gerade fragen. Was fasziniert Sie so sehr an diesem Sport? Ja, das sind verschiedene Sachen, die mich faszinieren. In erster Linie natürlich, dass man schnell viel Geld verdienen kann, aber in anderer Linie auch, das befriedigt dann doch irgendwo vor einer Zuschauerkulisse von 30.000 Leuten so einen Sieg herauszufahren. Es ist, glaube ich, eine innere Bestätigung. Sie sagten eben ja schon selbst, ein Sport, der nicht ganz ungefährlich ist. Was sagen Sie zu den jüngsten Ereignissen von Monza, zum Tod von Ronnie Peterson? Ja, das ist also sehr tragisch, denn ich bin auch ein Fan der gesamten Formel-1-Geschichte und mich hat es sehr getroffen, weil gerade ich habe in Schweden vor 2 Jahren mal diesen Peterson kennengelernt und er war eigentlich ein sehr sympathischer junger Mann, aber man sagt immer nur Gutes von denen, die nicht mehr unter uns sind. Meinen Sie, wie viele andere Kritiker auch, dass der Grand Prix-Sport verboten werden sollte? Nein, ich bin nicht der Meinung. Es könnten ein paar mehr Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden in Bezug auf Bahnen und eben, wie gesagt, mit der speziellen Rettungssystemen, die vielleicht doch noch ein bisschen besser werden könnten. Kommen wir nochmal zu Ihrer Sportart zurück, zum Sandbahnrennen. Da sind Sie unbestritten Meister. Sie haben sich aber auch im Speedway versucht. Warum hat es da nicht so sehr geklappt? Ja, das muss ich ganz kurz erklären, denn ich bin 2 Jahre dabei gewesen, in das Weltfinale vorgestoßen. Einmal in Polen und einmal in Göteborg letztes Jahr. Und ich muss sagen, ich hatte beide Male sehr, sehr viel Pech bei diesen Entscheidungen in. Ich will nicht sagen, dass ich es hätte gewinnen können, aber es wäre doch die Möglichkeit da gewesen, dass ich auch den Speedway-Weltmeistertitel geholt hätte, wenn eben die Faktoren anders ausgegangen wären. Startschuss zum Super-Dreikampf der Männer. Dabei keine geringeren als Gerd Wildfang, Karl-Heinz Riem und Egon Müller. Für alle drei eine etwas artfremde Sportart, Stelzenlaufen. Ganz genau, welchen Weg er nehmen muss, um richtig auszutimen zum Hindernis. Karl-Heinz Riem in Führung. Egon, wenn er den Parcours nochmal gehen muss, wird es ein bisschen problematisch. Gerd Wildfang gestürzt am Wassergraben. Wechsel zu Klaus Steinbach und Rolf Milser. Nur Egon Müller musste den Parcours auch zurückstelzen. Sein Partner Eddie Merckx war verletzt, aber er gab dem Kieler Sandbahnweltmeister wenigstens hervorragende moralische Unterstützung. Kommt langsam ran. Endspurt. Rolf Milser, achten Sie auf seine kleinen Schritte. Das Paar Steinbach-Riem gewinnt, Egon Müller knapp geschlagen, wie auch nur selten in dieser Saison. Das ist also der Super-Dreikampf, erster Teil, Fortsetzung folgt.